Ja, natürlich. Jetzt hat das geklappt, oder was? Brüder, willkommen zurück zu Yo-Kai Watch 4. Wir haben es getriggert. Wir haben es encountern können. Und schaut mal hier. Oh. Leckere Truhen, oder was? Jetzt wollt ihr sicherlich wissen, was ich gemacht habe in der Zwischenzeit. Ja? Seit dem letzten Part. Und das kann ich Ihnen sogar erklären. Also es gab eine Sache, die hat mich hier ultra getriggert. Und zwar gab es nämlich hier immer, und das haben wir auch im letzten Part gesehen, da gab es eine Verunreinigung. Und nachdem man diese Verunreinigung halt eben durch einen Kampf geklärt hat, Körper Klaus, ist das dein Ernst? Und so habe ich übrigens auch geguckt. Nein, lass mich in Ruhe. Jedenfalls, hier war ja diese, ihr wisst. Oh ja, bitte nicht. Oh, da war die Verunreinigung. Nach dem Kampf war die weg. Danach bin ich ja quasi verwirrt irgendwie in das Tor gelaufen, weil ich dachte, okay. Schwert. Mäus. Ich bin verunsichert zum Tor gelaufen und dachte mir, komm, ich resette das Gebiet mal. Das Resetten allerdings und das Problem kennt ihr halt. Das Problem am Resetten ist einfach, der komplette Raum wird resettet, ja? Alle besiegten Yokai kehren wieder zurück. Die Verunreinigung, die geklärt ist, kehrt zurück. Warum kehrt die zurück? Weil man, nachdem man diese Verunreinigung soweit bereinigt hat, wieder zurück zum Drachen, der am Anfang des Raums ist. Und das in Kombination. Ich denke mal, dass in dieser Textbox, nachdem man diese Verunreinigung geklärt hat, dass da irgendwie drinsteht, ja, scheiße, Bruder, hat doch nicht funktioniert. Was müssen wir denn jetzt da machen? Und ich glaube, das ist das, was man machen muss. Wisst ihr? Erst die Verunreinigung, weil es hat ja gerade eben funktioniert. Ihr seht, das Licht ging an. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als die Verunreinigung zu aktivaten und zu bekämpfen und zu verbannen. Ja, um dann quasi wieder zurück zum Eingang des Korridors zu gehen, wo ja der Drache gewesen ist. Diesen habe ich bekämpft und nachdem ich ihn, ja, quasi bekämpft und auch besiegt habe, ist halt eben das hier passiert. Was ihr am Anfang des Videos gesehen habt. Mirakelmedizin, krass. Heftig. Was auch heftig ist, ihr seht mich heute mal ohne meine Frisur, mehr mit einer Cap. Hat man so auch noch nicht gesehen, oder? Kerle. Oder was? Und ich muss sagen, je länger ich das sehe, desto mehr scheine ich mich daran zu gewöhnen, einen Kappenkopf zu haben. Um mir nicht jeden Tag die, die Haare nach oben zu föhnen, 30 Mal. Aber Kai, jetzt bist du doch so faul. Was für faul, Mann. Wenn eine Cap Stil hat, hat die Stil. Alter, was ist das denn bitte für eine Robe? Rein damit. Tiag, du brauchst das. So, hier sind auch die Ulti-Seals, by the way. Und um euch das auch mal kurz zu zeigen, hier gibt es die Möglichkeit, die Ulti-Seals einzustellen, ja? Das hatten wir schon mal geklärt. Das hier oben ist ja die Macht der 10, 90 Stärke. Was das für eine Stärke hat, das fragt sich auch das Bundesministerium für Knechte. Ja. Safe. Okay, was können wir Nathan am besten geben? Welches Item würde sich denn am besten empfehlen? An sich wäre es das hier, ne? Das Schwert. Das Kurzschwert. Ja, mein Gott. Ich meine, wir haben Nathan auch sowieso noch gar nicht equipped mit irgendwelchen Verteidigungssachen. Das muss auch mal gemacht werden. Genauso wie bei allen anderen auch. Also alle anderen Charaktere habe ich auch nicht mit Waffen und mit Verteidigungsmitteln ausgestattet. Aus welchen Gründen auch immer. Faulheit. Ich habe keinen Bock, da reinzugehen. Müsste ich wahrscheinlich jedes Mal den auch auswechseln, oder was? Wir gucken gleich mal. Denn Kerle,
Ich habe schon so ein bisschen in den Textratgeber reingelunzt, ne? Was soll ich euch sagen? Ach, 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 ach. Das geht ja so einfach. Hätte ich nicht gedacht. So, natürlich hier ja. Ich glaube, Katie ist eher dafür gemacht. Wir geben ihr mehr Magie. So nenne ich das jetzt mal. Was soll's? Das ist zwar keine Verteidigung, aber passt schon. Shin ist der Nächste. Der natürlich auch gar keine Waffen hat, ist klar, ne? Wobei. Ich glaube. Ja, wobei, warte mal. Shin ist eher für Angriff gemacht. Ich hatte ganz kurz einen Hänger. Das ist halt beides scheiße, ne? Aber geben wir es mal irgendjemandem. Thoma, der ist doch equipped, oder nicht? Ja, gut. Okay. So. Okay. Brüder, das war jetzt die Vorbereitung. Ah, und warte mal kurz. Die TP der Einzelnen sind dann noch nicht so ganz gefüllt. Das muss auf jeden Fall geändert werden. Und wozu haben wir denn hier diese Milch? Ja, das schmeckt, ne? Ja, das schmeckt. Vor allem, mir ist eben aufgefallen beim Heilen, es gibt einfach Lebensmittelgegenstände, die dich aufheilen mit 12 KP. 12 KP. Ist euch mal aufgefallen, wie wenig das ist? Im Vergleich zu BUM. Zu den hier stehenden Lebenspunkten, Mann. 370. Alter. So, wir sind mit Thoma am Start und das ist, glaube ich, sogar eine sehr gute Idee, dass wir das sind. Oh nein. Die kleinen Ehrenbrüder sind besiegt. Ja, da würde ich auch lachen. Ehrenbruder. Der macht aus jeder Situation einfach eine Komödie. Ja, das schmeckt. Wir speichern das Spiel kurz ab. Und werden jetzt Ist das Kyla? Ist das Schlanke? Oh, Kyla, wir sind wieder da. Oh, ich glaube, da ist irgendwas komisch. Willkommen, ihr miesen Schweine. Was? War das gerade eine Beleidigung? Wie kannst du es wagen, uns zu beleidigen? Oh nein. Die schwarze Sonne, oder was? Soranaki. Hat die schwarze Sonne oder die große Sonne ihn etwa beseelt? Ja, es wird euch leid tun, mir in den Weg gekommen zu sein. Das Ding ist, jetzt mögen einige denken, oh mein Gott, Kyla ist böse. Aber Schlangenkönig Kyla war ja das ganze Spiel über gut. Ja? Und mal ganz davon ab, dass er hier aussieht wie so ein Kindergartenkind. Bruder, hast dich auch mal selber im Spiel angelunzt. Hauen sie jetzt auch mal wirklich jetzt rein. Meister Emma hilft ja sogar auch mit. Ist das nicht heftig? Hey, warum sind Thomas Ultisil-Punkte denn? Achso, die kann ich gar nicht auffüllen oder was? Ah, ihr seht schon, Alter. Oh mein Gott. Kyla steckt gerade ordentlich Schläge ein. Heftig, heftig. Ja, Schlangenkönig Kyra. Kyla. Je nachdem, wie man ihn nennen möchte. Jedenfalls er blickt uns jetzt. Oh mein Gott, war das knapp. Er blickt uns mit seinem bösen Antlitz entgegen. Ja. Aber das ist ja natürlich nicht normal. Das soll er natürlich nicht tun. So, meine Kerle, jetzt haut ihn weg. Ich war doch nicht mal in diesem Angriffskreis drin, du alte Sau.
Schlangenkönig Kyler war ja immer eine gutmütige Person. Und ich habe auch schon in den Kommentaren hier und da gelesen, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kyler am Ende der Böse ist. Aber ich gehe nicht davon aus. Selbst wenn jetzt vielleicht einige sagen werden, ja Kai, aber guck dir mal Schlangenkönig Kyler an, der dreht ja gerade komplett durch. Der rastet ja gerade komplett aus. Ja, Sirius, das sehe ich gerade, wie er ausrastet, nämlich gar nicht. Eine Minute nach dem Kampf und schon, ja. Ja gut, es waren 2 Minuten vielleicht. Trotzdem ganz gut. 2000 EP, auch sehr schmackhaft. Goldpuppe, das schmeckt. Ah, tut mir leid. Sie bringt ihre Dämonen-Skills wohl zum Vorschein, um ihn zu entbannen. Um seine Böshaftigkeit, seine Boshaftigkeit zu entbannen. Geht's dir gut, Kyler? Ja, es geht mir gut. Der hat mich übel mitgenommen, aber so ist das Leben. Gib nicht auf, Kyler. Ist er jetzt verreckt? Kyler! Tja, hättet ihr mal nicht gegen ihn gekämpft, dann wäre das jetzt nicht passiert. Ihr miesen Schweine. Hat der gerade Kyler haben wir gerade Kyler getötet? Ist das unser Ernst? Ja. Es bringt nichts darüber zu trauern. Wir müssen voranschreiten. Ja, es wird Zeit, Kerle. Dieser Mistkerl. Er wird von mir noch ordentlich rasiert. Das Ding ist so an Akinori, ich spreche ihn manchmal in seiner dünnen Stimme und in seiner dicken Stimme, weil ihr wisst ja, Akinori hat 2 Formen. Die dicke und die dünne. Und am Anfang jedes Dialogs, wenn es irgendwie um Akinori geht, sage ich halt alles in dieser dünnen Akinori-Stimme. Und nicht in dieser dicken Akinori-Stimme. Ich weiß auch nicht, warum ich diese Kicks habe mit Akinoris Stimme, aber naja. Kerle, es geht jetzt voran. Wir gehen weiter Richtung Norden. Wir sind knapp 50 Meter vom Ziel entfernt. Den Spiegel. Wird sich jetzt irgendwas hier encountern? Irgendwas triggern? Scheinbar nicht. Okay. Schlangenkönig Kyler. Wir haben zwar seine Boshaftigkeit entbannen können. Oder bannen können. Besser gesagt. Wir konnten sie versiegeln. Wir konnten ihm wieder zu gutem Leben verhelfen. Aber er ist leider abgekratzt wegen der großen Sonne. Und man hat gesehen, wie es Meister Enma getroffen hat und da habt ihr es jetzt auch. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, dass ihr mir in den Weg geht? Ja! Oh, große schwarze Sonne, bist du behindert? Na, na, wir wollen mal so nicht so unhöflich sein, ja? Okay. Ja, Natsume, ich entschuldige mich für das, was sie gesagt hat. Wir meinen natürlich... Du dickes Stück Scheiße! Ist ja wirklich wunderschön, wie ihr mich hier alle beleidigt, aber... Ich mache euch trotzdem kaputt, ihr miesen Säue! Ich werde die Welt unterjochen lassen, ich werde die Weltherrschaft an mich reißen, ich werde die... Welt zerstören. Es sei denn, ihr gebt auf. Aber das könnt ihr knicken. Ja, so oder so ähnlich wird die Dialogführung gewesen sein. Ein großes Shoutout an die schwarze Sonne. Und wir haben ja schon mal gegen sie gekämpft in Kapitel 9. Und ich werde jetzt sofort zu diesem hier rübergehen, ja? Ich werde mich sofort in ihn verwandeln, weil ich weiß, was er für eine krasse Power hat. Und die muss entzündet werden, meine Kerle.
Wir hätten zwar vielleicht auch wahrscheinlich, ja, wir hätten das uns aufsparen müssen. Aber ja, fuck. So, und damit können wir auch das hier angreifen. Und damit ist dann auch der hier wohl verwundbar. Ja, so ist es. Zwei Schaden. Ach, ach, ach. Ach, das ist ja wirklich wunderschön. Ach so, deswegen hat er keinen Schaden bekommen. Ja, hier sind vier Kristalle. Und die müssen entsorgt werden. Schauen wir mal, wie wir das anstellen, ne? Nein, wechsel das Ziel. Hä? Ich dachte, ich muss diese Teile hier angreifen, aber alle irgendwie greifen sie ihn trotzdem an. Obwohl sie sehen, dass es gar keinen Schaden macht. Seid ihr vollkommen krank? Ich kann das Ziel auch gar nicht switchen. Doch, kann ich. Hä? Kann ich nicht? Was passiert da? Ah, lol! Sein Laser! Oh mein Gott! Dieser Laser! Den müssen wir durch die Kristalle jagen. Ja, das ist ja mal richtig cool. Meine heiligen... Wir sind da sogar komplett geheilt. Was ist denn hier los? Nur wieso kann ich die denn nicht so angreifen? Wieso darf ich das denn nicht? Nun denn, Kerle. Wir gehen... Ich würde sagen hier. Lol, er hat den sogar selber zerbrochen. Der Lappen. Der heilige Mäus. Ja, übertreib komplett deine Rolle. Okay, also, das Ziel ist klar. Erstmal das Zerstören der Hände. Das gestaltet sich aber hier als relativ schwierig. Uff. So, das Schwert wäre aber, glaube ich, schon mal geklatscht. Greif. Bitte. Also, das regt mich gerade auch wirklich komplett auf, ne? Dass ich dich nicht gezielt angreifen darf, ne? Und wir wurden wieder mal versteinert. Und wurden gerade die Kristalle revived? Der wurde revived. Warum? Wieso? Das ist ja komplett behindert. Komm schon. So, bis Thomas' Fähigkeit da ist, dauert es noch ein bisschen. Leider. Ich würde ganz gerne das Ziel wechseln, wenn das geht, ne? Wo fliegst du denn gerade bitte hin, Bruder? Ach, du hast das Heilpaket abgegeben. Ja, sei ehrenhaft von dir. Okay, ich nutze mal die Klinge, dass sie das hier kaputt macht. Weil ich muss das ja wohl innerhalb einer gewissen Zeit schaffen. Wie ihr sehen könnt, greift natürlich auch sehr intelligent an. Nein. Jetzt kann ich es ja locker schon wieder nicht mehr schaffen, oder? Lol. Kann ich die auch mal fokussieren, dass die hier hinkommen sollen? Der haut sich doch selber gerade kaputt. Was ist denn mit dem los, der Lappen? Der heilige Lauch. Junge, ich werde den Kampf wahrscheinlich deswegen schaffen, weil die gerade schön lecker ihn angreifen, was zwar keinen Schaden macht, aber sieht da trotzdem cool und lustig aus. Ja. Wir werden auch gleich wieder auf Thomas switchen. Werden die Klinge natürlich hier weiter... arbeiten lassen. Ich würde trotzdem ganz gerne mutwillig mal dieses Teil hier angreifen. Darf ich das denn nicht? Komm, ihr seht, hier ist doch nicht mehr viel.